gehören. Faszinierend. In der Erdatmosphäre gibt es eine Anomalie. Beginne mit der Analyse. Diese Exobytes sind meine Technologie. Jedes mit unglaublich viel digitalisierter Energie aus der Zukunft der Erde. Meine Sammlerschiffe werden die Daten dieser Exobytes einfach regenerieren und das Schicksal der Erde besiegeln. Das ist ein neues Hindernis. Diese Menschen widersetzen sich meiner Assimilierung. Meine Konvertierungseinheiten können sie nicht halten. Die Menschen sollen ihre Kräfte einsetzen. Am Ende gehören auch sie. Brainiac. He's a Brainiac, Brainiac all night long. And he fights like he never fights before. Hübsches Foto. Ja, ich habe vorhin die Zeit wieder mal nicht im Auge gehabt, deswegen ist der Part einfach übergesprungen. Musste schnell dingsen. Euch fehlen vielleicht 2 Sekunden oder so, in denen ich nicht den Knopf gedrückt habe. Tut mir leid. Aber egal. Intro hin oder her, das ist jetzt schon Part 3 und ich habe im Prinzip noch nicht einmal gespielt. Ich frage mich endlich, wie es losgeht. Ah ja, endlich sind wir drin. Okay, oh, wir sehen schon mal ganz schnucklig aus. Sieht aus, als hättest du überlebt. Ja. Ich heiße Calculator. Mein Auftrag ist es, dich von diesem Schiff zu bringen. Okay. Suche als erstes nach einer Tür oder etwas ähnlichem. Nutze Viereck, um Angriffe durchzuführen. Okay, Zielerfassung. Achtung, menschliche Aktivität im Sicherheitsbereich 1037. Oh, das Schiff weiß, dass du wach bist. Bist du bereit, dich herauszukämpfen? Wenn ich jetzt noch wüsste, wie man wieder... Vorsicht, die Aktivität auf dem Netzwerk des Schiffs zeigt, dass sie sich hinter dieser Tür versammeln. So steigt man. Wie kommt man wieder aus dem Flugmodus raus? Das ist ein Schild. Da sind keine Fähigkeiten drauf. Das ist schon scheiße, wenn man mit Steuerung nicht kann. Ich muss allerdings erstmal kurz was machen, bevor es nämlich losgeht. Hier sollten eigentlich irgendwo auch Optionen sein oder so, nicht? Gibt's hier keine Optionen oder so? Ich würde nämlich gern... Ach, das ist so, dass man dort hinfliegt, wo man hinkommt. Dass wir selber mit meiner Kraft auskennen. Quasi habe ich magische Angriffe. Und ich habe die hier. Jawohl. Es sieht noch ein bisschen unübersichtlich aus. Erstmal reinkommen. Kamea. Entschuldigung für den Witz. Ich weiß ja schlecht. Geht das nicht auf? Okay, wenn es ja kaputt geht. Zielerfassung mit L. Anscheinend habe ich da wohl noch jemanden vergessen. Ah, okay. Wie gesagt, ich muss mich erstmal reinfinden. Das Symbol zeigt einen Feind an, einen tödlichen Angriff starten kann. Sammle Verstärkung. Ich patrouilliere Richtung Gefangenenbucht. Was soll ich da jetzt machen? R1 gedrückt halten oder so? Systeme beschädigt. Reparaturen
eingeleitet. Ach, um eine schwere Attacke abzuwehren. Schaden festgestellt. Das sind leichte Attacken. Ja. Dieses Ding war ein Aufseher. Die haben was drauf. Holen wir dich erstmal aus diesen Gängen. Transportröhren verlaufen kreuz und quer durch das gesamte Schiff. Suche eine direkt über dir. Über sie kommst du da raus. Bewegungsmodus zu gelangen. Ah, okay. Ah, okay. Das heißt, hiermit kann ich fliegen. Damit kann ich steigen. Und steigen, aber wie tut man sinken? Indem man einfach nach unten. Ah, okay. Aber einen Kraftpunkt. Bin jetzt Stufe 2. Okay, und den kann ich jetzt worauf? Auflodern, entzünden, Ionenkräfte. Hm. Ja, wenn da noch eine Beschreibung wäre, wäre es vielleicht nicht verkehrt. Ja, Erkunden. Was? Urkunden, Eigenschaften, Karte, den Dienst. Okay. Liegenverwaltung. Optionen, da haben wir es doch. Optionen, genau, da wollte ich in Einstellungen. Ich muss nämlich erstmal, ich weiß nicht, wie die Aufnahmen jetzt gerade mal sind, aber ich gehe mal stark davon aus, dass das alles ein bisschen zu laut ist bei euch. Und ich deswegen einfach mal alles ein bisschen runterschraube, damit ihr mich besser hört. So dürfte es doch eigentlich okay sein. Ja? Okay, gut. Alles klar, das nehmen wir mal so an. Sprache, Mikrofon, Lautstärke machen wir mal so. Chat-Überbrückung, Spielerlautstärke regeln, okay. Push-to-Talk aktivieren ist an. Umgebungschat aktivieren ist aus. Sprachchat, alles klar. Lautstärke.chat, meinetwegen voll. Änderung annehmen, ja. Alles klar. Was automatische Sperre aus? Keine Ahnung, was das bedeutet. Ich hatte noch so einen komischen Punkt jetzt gerade hier. Irgendwie so ein Kräfte. Ach da, okay. Eigenschaften. Ah ja, Kräfte. Fertigkeiten. Waffen, Fliegen. Da habe ich keinen Punkt. Kräfte. Achso, ich habe jetzt nur so einen Kräftepunkt. Okay, dann nehme ich mal die Ionenkräfte einfach. Okay. Ach du Scheiße. Dann nehme ich jetzt einfach mal den hier. Was? Willst du stärker als eine Lokomotive sein? Wähle Kräfte aus, von denen du deine Lieblingsfiguren kennst. Da habe ich jetzt einen Punkt oder wie und kann den da erst ab Level 10 verwenden. Wieso kriege ich denn ab Level 2 einen Punkt und kann erst ab Level 10 verwenden? Das ist komisch. Wieder auf Angriff zurückgeworfen. Okay, ist wahrscheinlich betäubt bleiben. Okay. Ach, wir nehmen jetzt einfach mal das hier. Kann ich das kaufen? Nee. Also kann ich das nicht. Ach, da wird mir auch noch gesagt, was ich zu kaufen habe oder wie. Okay. Ich nehme jetzt mal den Feuerball. Ja, wie funktioniert das jetzt? Ah ja, okay, den habe ich jetzt da unten auf L2 oder wie? Nee. Alle Einheiten, das Objekt befindet sich nicht länger in den Hauptkorridoren. Durchsuch das Schiff. Ah, okay, das sind XP-Dinger. Soda-Cola. Beschlagenes Zenithium-Hemd. Ach, da gibt es auch noch Ausrüstung. Wie gesagt, ich kenne das Spiel kein bisschen. Ich habe keine Ahnung, was es da gibt und was nicht. Was das ist? Keine Ahnung. Macht auf jeden Fall die Verteidigung hoch anscheinend. Okay, habe ich jetzt ausgewählt. Was das ist? Das ist irgendwas für die Brust. Macht 14 Verteidigung hoch. Ah ja, okay, alles klar. Das heißt, die Charaktererstellung war für den Arsch, aber wenigstens die Farben passen sich an. Gut.
Bargeld habe ich nur 19 Dollar. Okay, was ist das? Erfolgende Effekte. Okay, alles klar. Ich rüste es einfach mal aus. Okay. Das ist jetzt auf Kreis gelegt oder wie oder was? Ach so. Ah, okay. L2 gedrückt halten. Dann kann ich einen auf den hier machen und mit R2 setze ich Gegenstände ein. Alles klar. Das Schiff sucht nach dir. Noch sind wir nicht draußen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo ich bin, wie ich hier rauskomme oder sonstige Details. Mach dich bereit. Mehr Sicherheitskräfte sind auf dem Weg zu dir. So, das war mal mein Feuerball gleich mal. Kreis halten? Okay, verstehe. Ich werde mal meinen Feuerball benutzen müssen. Ziemlich noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Okay, damit werfe ich Sachen, alles klar. Merkwürdig, dass ich Sachen zerschlagen kann, allerdings nicht aufheben kann, also zerschießen kann, sorry. Bewegung in den Korridoren geortet. Ja, das bin ich. Feuer! Ja, dann scheint nur so ein Sprungangriff oder so. Und da dann die Aufladestasis. Okay. Zielerfassung, ja, ist mir klar. Vor dir liegt ein Hochsicherheitsnetzwerk. Geh hin und benutze die Transportröhre. Ihr habt noch keine Chance gegen mich. Ich habe eigentlich gedacht, ich hätte so Blitzkräfte oder so, aber doch nicht. Noch nicht sowas. Okay. Gut, da war noch XP drin und dient der Technologiestiefel. Wie gesagt, ich muss mich erstmal wieder reinfinden ins Spiel. Ich glaube, die Stiefel sind gut. Ist wahrscheinlich alles erstmal besser als ich. Geldwert 1, verkaufe diesen Gegenstand, um Geld in den Händler zu bekommen. Ah, ja, okay, gut. Alles klar, eine Transportröhre. Yeah, ab nach draußen. Hallo, was ist das? Ja, genau, ich nehme gleich mal einen Kohleautomaten mit. Man weiß ja nie, wann man es braucht, ne? Und. Ja. So, wir sind erstmal hier. Kleiner erster Eindruck, gar nicht schlecht. Ich werde natürlich gleich noch ein paar Parts aufnehmen, aber ich sage euch auf jeden Fall schon mal erstmal auf Wiedersehen. Danke fürs Zuschauen, hoffentlich gefällt es euch, schreibt es in die Kommentare. Ja, und bis dahin erstmal auf Wiedersehen. Und bis dann, ciao.